Was empfehlen Sie Studierenden, die in ihr erstes Semester an der Universität starten? Also ich würde Ihnen auf jeden Fall raten, sich möglichst rasch zu vernetzen, Kollegen und Kolleginnen zu nutzen, um in Diskurs zu kommen und die Augen offen zu halten für alles Neue und natürlich auch nicht nur für ihr Fach, sondern was auch vielleicht ein bisschen über dieses Fach hinausgeht. Ich würde Ihnen raten, über den Tellerrand zu schauen, denn Interdisziplinarität ist in vielen Berufsfeldern sehr, sehr stark gefragt und das kann man gar nicht früh genug üben. Das heißt, freie Wahlfächer beispielsweise im Studium zu nutzen, um sich zu fokussieren oder auch andere Themenbereiche kennenzulernen, ist hier auf jeden Fall wünschenswert. Das Wichtigste ist, dass man tatsächlich nach und nach seinen eigenen Weg findet. Seinen eigenen Weg durch das Studium, seinen eigenen Weg, wie man sich Wissen aneignet, auch seinen eigenen Weg, Sozialkontakte zu knüpfen. Und das braucht vor allen Dingen Zeit. Das muss man sich einfach bewusst sein. Studieren ist mal a priori ein Vollzeitjob. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn man noch berufstätig sein muss nebenher, aber grundsätzlich ein gewisses Budget, sich auf diesen ganzen neuen Kontext einzulassen, ist also ungeheuer wichtig. Es ist wichtig, Kontakte zu knüpfen, nicht nur zu Mitstudierenden, auch zu Lehrenden. Lehrende sind froh, wenn Feedback von Studierenden kommt und sind mehr als bereit, darauf dann zu reagieren im Sinne eines Dialogs, den wir da beständig führen. Und was auch ganz wichtig ist, denke ich, am Anfang, ist nicht nur in ECTS zu denken, nicht nur in Portionen zu denken, die abzuarbeiten sind, sondern das tatsächlich als einen Lebensabschnitt zu begreifen, als ein großes Projekt, vermutlich das größte Projekt, das die meisten Studierenden bis dahin gestemmt haben, und das tatsächlich mit aller Energie anzugehen, damit es einfach ein Erfolg werden kann. Gibt es irgendwie so die ein, zwei oder drei Tipps, die ihr knackig raten würdet einer Person, die jetzt ins erste Semester an der Universität startet? Darf sich auch gerne was wiederholen, was ihr vorher gesagt habt, damit wir so knackig quasi nochmal als Aussage haben. Ich glaube, dass das wirklich das mit Abstand Wichtigste ist, einfach, dass man sich traut, Leute anzusprechen, dass man Leute kennenlernt und dass man versucht, sich mit Leuten zu umgeben, die das Studium mit einem gemeinsam durchziehen. Also ich würde wirklich sagen, das ist so der Punkt Nummer eins. Und der Punkt Nummer zwei ist dann, dass man auch von diesen Leuten, dass man sich helfen lässt, schlicht und einfach. Also wie alle vorher schon gesagt haben, so Uni, so studieren ist kein Prozess oder normalerweise macht man das nicht alleine, sondern das ist ein Prozess, den man mit anderen Menschen gemeinsam macht und das sollte man auch wirklich vollumfänglich nutzen und sich darauf auch wirklich einlassen. Also ich kann mich da nur anschließen, dass Leute kennenlernen ist wirklich so das A und O. Und das sage ich als jemand, der am Anfang nicht gerne Leute kennengelernt hat. Und ich glaube, was noch wichtig ist, dass man sich am Anfang also gerade am Anfang des Studiums, trauen sollte, Fragen zu stellen und Dinge zu hinterfragen und Dinge nicht nur so zu schlucken, wie sie einem eben serviert werden. Einfach, weil ich finde, dass gerade die SEOP dazu da ist, Fehler machen zu dürfen und man soll sich auch erlauben, Fehler zu machen. Das wäre vielleicht das auch das Wichtigste. Also so Fragen stellen und nicht zu streng mit sich selbst sein und sich selber erlauben, Fehler zu machen, um dann aus diesen Fehlern zu lernen. Ja, voll. Eben genau das. Einfach nicht zu arg stressen und immer irgendwen fragen. Also es laufen so viele Menschen darum und die meisten sind einfach da und helfen gerne bei Fragen. Also wenn Präsenz ist. Heißt, höhere Semester, Leute aus dem gleichen Semester einfach fragen und sich trauen und dann sich durchboxen. Also so, das hat mir total geholfen. Nur fragen. Ja, ich wiederhole mich jetzt eher auch, weil das meiste wurde eh schon so gesagt auch. Aber ich finde auch dieses nicht alleine durchs erste Semester oder durchs Studium gehen, das wäre so mein Number-One-Tipp irgendwie. Auch weil ich irgendwie sehr schnell Leute gefunden habe, mit denen ich auch jetzt noch total gut befreundet bin und ich halt sehe, wie cool das sein kann, wenn man eben nicht alleine durchs Studium geht. Dann auch dieses sich nachfragen trauen, egal ob das jetzt in der Vorlesung ist, dass man den Professor, die Professorin fragt oder danach andere Mitstudierende und auch dieses bisschen locker an das Ganze herangehen und das eben auch mal als Kennenlernphase quasi betrachten und mal schauen, ob das was für einen ist. Nicht zu versteift irgendwie da rangehen. Das wären so meine drei Tipps.